Oh, willkommen zu Part 23. So, heute da vier Nebenmissionen. Und er hat was. Ach, das wird doch lange dauern, oder? Mal schauen. Hey, wie läuft's mit der Erforschung der anderen Seite der Stürme? Der Augenblick, auf den ich gewartet habe, ist endlich da. Wie meinst du das? Na, die Wahrheit. Wahrheit darüber, was sich auf der anderen Seite befindet. Endlich werde ich es meinen Mitbürgern beweisen. Aber sie haben doch auch nicht geglaubt, als du ihnen Beweisfotos gezeigt hast. Ja, diesmal habe ich einen neuen Plan. Ich habe einen ausrangierten Krieger gefunden, der einen Kampf gegen die Navy verloren hatte. Ich habe ihn angestoßen und da kam er wieder in Gang. Erst habe ich ihn in den Sturm geworfen. Krieger sind doch mit Videokameras ausgestattet, stimmt's? Du musst ihn mir einfach nur von der anderen Seite zurückholen. Ah, verstehe. Er hat Videoaufnahmen von der Welt jenseits der Stürme. Genau, machen wir uns bereit. Ja, das sollte funktionieren, oder? Überspringen wir mal die Fahrt, da es eh nur aus, ob der Stadt fährt, mischen und dann Schwarzblende. Das ist der Sturm, durch den ich den Krieger geworfen habe. Oh, vergiss das nicht. Ja, das Funkgerät. Ich habe das Funkgerät auf den Sender des Kriegers eingestellt. Folge einfach dem Signal, dann findest du den Krieger. Würde er doch all diese Leidenschaft und Energie für etwas Konstruktives einsetzen. Okay. Ich lasse den Käfig runter. Ja, dann mal los. Ich weiß nicht, soll ich das überspringen oder? Dann wiederum ist auch nur eine Minute. Das ist immer schön anzusehen. Mann, es wackelt. Und die Aufnahme läuft, oder? Ja. Sieht gut aus. Oh, und die Lavalampendimension. Ich mag das, wie man einfach von oben nach unten durchfährt. Ach, die Abbaustätte von den Bunkerleuten. Hast du es geschafft? Das ist... Was ist? Erkennst du den Ort wieder? Ja, das ist die Abbaustätte auf der anderen Seite des Sturms in der Nähe der Bunkersiedlung. Hey, aus dem Funkgerät kommt ein Ton. Das heißt, das Funkgerät reagiert auf den Sender des Kriegers. Das Signal müsste stärker werden, je näher du kommst. Also folge ihm bis zu den Krieger. Okay. Er ist mit der Seite markiert oder nicht? Ja, es lohnt sich eigentlich nicht wirklich jetzt das abzubauen, oder? Moment, das ist einfach nur Navy. Aber den mal schnell kaputt. So, der Krieger ist irgendwo da drüben. Und rechtzeitig geschafft. Ah, hier ist noch eine Parkbank. Ich kann die auf die Center reagieren. Hast du den Krieger gefunden? Nein, bloß eine Parkbank. Hast du noch anderes Zeug hier reingeworfen? Oh ja, das habe ich reingeworfen, damit du etwas zum Verschnaufen hast. Das war so nett von dir, aber das Funkgerät reagiert drauf. Oh, ups. Ganz vergessen, ich habe alles, was ich reingeworfen habe, mit einem Sender versehen. Wie soll ich denn so den Krieger finden? Du brauchst nur den Sensorsignal folgen. Du wirst den Krieger schon finden. Wirf bitte nicht noch irgendjemand. Wirf bitte nicht noch irgendetwas für mich hier rein. Ja. Das kann man gar nicht gebrauchen. Mit genug Steinzeug kann ich werfen. Jetzt hier, habt ihr angehoben? Ein Sendemast. Oh, was soll ich denn was ja? Boom, weg ist es. Der hat mich gerade angegriffen. Ohne Vorwarnung. Ich sollte sowas nie tun. Okay. Ich verstehe ja, wo ich eigentlich die Signalstärke da oben habe. Wenn mir eh alles angezeigt wird, wo es ist. Da drin steht mir ein gebaumartiger Nebel herum. Ja,
Okay, der ist kaputt. Ah nein, direkt rein in die Attacke. Warum ist er ein Blumenkübel? Wie viel Glück hat er beim Reinwerfen, dass das genau hier landet? Ja, geht nicht schon drauf. Nee. Was seltsam ist. Ah, das sieht nicht verdächtig aus. Aber schau es mir runter. Sieht auf dem Weg quasi. Aber es sind jede Menge Kisten. Ich habe einen großen Ball reingeworfen. Muss wohl zerstört sein. Natürlich kommt da nie wieder raus. Aber. Und ich treffe die einfach nicht. Okay, jetzt aber. Achso, das sonst du. Fliegen wir doch mal direkt dahinter. Ich sehe nichts. Was ist das? Was hast du gefunden? Ein seltsamer Gravitationssturm. Das Funkgerät reagiert auf ihn. Den schaue ich mir mal näher an. Okay, dann gehen wir mal dahin. Das Funkgerät reagiert ganz eindeutig auf irgendetwas im Inneren. Der Krieger muss hineingewandert sein. Ich gehe nicht mit leeren Händen zurück. Ich sehe mir an, was auf der anderen Seite ist. Aber sei vorsichtig, ja? Ruf mich, wenn du Probleme bekommst. Und schau, was den zwischen X gedrückt. Wo komm ich jetzt raus? Komm ich irgendwo überhaupt raus? Der Sturm ist verschwunden. Schon gut, ich empfange deine Position. Die Verbindung reißt ab. Das sind bestimmt Gravitationswellen. Irgendetwas Seltsames? Sieht wirklich etwas anders aus als die normale Baustätte. Hier ist überall Gravierz. Sammel Erz, Proben. Okay, ich hol etwas und bring es mit. Naja, ob das sie überzeugt. Wow, dieses Zeug hat wirklich gute Qualität. So, das habe ich in der Banga-Siedlung noch nie gesehen. Du, unerforschtes Land, reines Erz. Krieger dort, Antwort hören. Hm. Ich sehe ihn nirgends. Ich versuche mit dem Funkgerät zu ordnen. Okay, sei vorsichtig. Gute Qualität, aber mehr davon kaufen kann ich schon auch nicht. Na gut, es kommt doch schon ein paar mehr raus als sonst. Da vorne ist ziemlich viel Ausschlag. Das ist ein ganzer Container. Okay, ich habe Fragen. Warum ist ein ganzer Container? Oh, halt mich, wird's. Okay, das hat man kaputt gemacht. Noch nicht diese Fische. Na gut, man muss auch zum Werfen, dann geht's. Da tauchen noch mehr auf? Ja. Muss ich jetzt hier besiegen oder kann ich die auch ignorieren? Ich glaube, ich kann die ignorieren. Geh mal da hoch. Nein! Das sind ein paar Menschen von. Wo sind Menschen? Ich habe gerade gar keine gesehen. Das ist jemand. Das ist wahrscheinlich nur eine Puppe oder so. Das wüsste ich nicht, warum hier ein Mensch sein sollte. Ja, es ist ein paar Kleiderständer. Schaufensterpuppen, so rum. Irgendwo. Da drüben. Wie steht die Dinger? Da ist er! Gefahr, will das Gebiet verlassen.
Ich schaffe den Krigo, aber er ist von Nevi umzingelt. Wenn ich hier gegen sie kämpfe, verletze ich den Krigo vielleicht. Du musst Krigo retten. Ich gehe mein Bestes. Nein, da hab ich was verloren. Ich liebe es, wie ich alles triff. Aber nicht die Nevi. Noch was zu werfen? Alles klar. Da kann man schon noch die Steine wegwerfen. Wenn ich schon mal hier bin. Leider sind nicht allzu viel. Geschafft! Der Krieg ist in Sicherheit. Gut gemacht. Nach Hause. Beweise. Ich glaube, der Krieger funktioniert nicht. Kleiner Tritt vorher funktioniert. Ein Tritt? Das habe ich drauf. Kein Problem. Bam. Das Ding läuft wieder. Kann ich den einfach hochheben? Wenn er so noch zurückfliegt, dauert doch ewig. Was macht er da überhaupt? Ob er defekt ist? Gravitationssturm geortet. Bitte evakuieren. Direkt hinter ihn. Na super. Man könnte überall landen. Wow. Dieser Gravitationssturm kam aus dem Nichts. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hey, hörst du mich? Mein Funkgerät ist weg. Dusty, ich glaube, da sitzen wir in der Patsche. Na toll, was jetzt? Hast du das gehört? Schön der Krigo. Oh, ich muss doch darüber fliegen. Na, ja, ist so einer. Rennt der Krigo darum. Gefahr geortet. Beseitigungsprotokoll gestartet. Sei ruhig, du wächst noch das Niki auf. An alle Bürger, sofort Schutz suchen. Ich glaube, der ist nicht darauf programmiert, um das Ding. Na gut, dann mach ich den erstmal noch platt. Was sich als schwieriger erweisen könnte als gedacht, vielleicht. Besten Dank! Jetzt muss ich gegen das riesige Nevi kämpfen. Komm schon, Dusty. Er wirft doch nicht. Kann ich aber auch. Es gibt irgendwie so ein paar Varianten von denen. Es gibt doch so eine schwere. Mit irgendeinem Giftnebel-Scheiß. Also, das ist ein Unterschied stark einfach nur. Wirklich andere Varianten sind es einfach nicht. Ich meine, ich habe schon viele Objekte zum Werfen, was für mich von Vorteil ist. Ich treffe einfach nicht. Hat es getroffen? Ja, es ist kaputt. Kann ich es auch nicht anvisieren, aber jetzt. Schade, dass er keinen Lebensbalken hat, da wüsste ich, wie viel er aushält. Guck mich. Ja, okay, der war ziemlich schwach. Der kann aber richtig nerven. Puh, ich habe es klein gekriegt. Aber ich sitze immer noch hier fest. Hey Krigo, irgendeine Idee? Alles schweigt schon. Bürger Notfall registriert. Notruf entsenden. Sende Notsignal, Hilfe ist unterwegs. Hat er das Notsignal empfangen? Ja, wunderbar. Gefahr, bitte Gebiet verlassen.
Und der Krieg ist ihn lieber. Naja, wenn die Dateien noch irgendwie da zu bergen sind, dann könnte man noch Glück haben. Kannst du mich schürfen? Du lebst! Ja, ich hab's irgendwie geschafft. Die Gravitationswellen haben sich aufgelöst und ich höre dich deutlich. Nachdem unsere Verbindung abgebrochen war, habe ich den Notruf gehört. Also habe ich schnell den Käfig runtergelassen. Offenbar genau rechtzeitig. Naja, genau rechtzeitig ist etwas übertrieben. Er fiel auf den Krieger und er ist explodiert. Was? Wir waren so nah dran, den Traum zu verwirklichen. Tut mir leid. Schon gut. Ein Glück, dass du okay bist. Spring in den Käfig, zieh dich hoch. Zum Glück bin ich schon mehr oder weniger drin. Jetzt geht's wieder hoch. Und die Mission hat etwas länger gedauert. Was ist mit dem versprochenen Beweisvideo? War das auch alles erfunden? Scherer Kriegers mit dem Video musste sich sozusagen opfern. Sie müssen ihm glauben, er sagt die Wahrheit. Dass wir überhaupt mit ihm reden, so eine Zeitverschwendung. Aber ist die Dame bei dem Mann das, was man einen Komplizen nennt? Ja, aber woher kennst du dieses Wort? Kinder, sie werden so schnell groß. Da könnt ihr die doch einfach mitnehmen, jetzt mal ohne Scheiß. Das wäre das Einfachste, oder? Ich meine, wenn der Cat dabei ist, kann dann nicht viel passieren. Ist doch nur natürlich, dass sie mir ohne Beweis nicht glauben. Aber hey, wir haben viel gelernt, nicht wahr? Und ich werde meine Untersuchungen nicht so schnell aufgeben. Es ist mein Schicksal, die Wahrheit aufzudecken. Er steht zu seiner Überzeugung, das muss man ihm lassen. Aber untersuchen tut er nicht wirklich viel. Ehrlich, er wirft doch nur im Grunde Müll in den Sturm hinein. Die Katze. Okay. Ich hoffe, die anderen Missionen gehen etwas schneller, denn sonst geht der Part ein bisschen lange. Ich will aber schon alle in einen Part haben, alle in den Missionen. Denn sonst habe ich das Problem, es sind einfach zu viele Parts vielleicht. Und am Ende kommt dann irgendwas zu kurz. Halt, da war noch einer. Oh, da mache ich mal schnell hin. Ah, jetzt sind Gravitationsstürme in Gang. Da kann man da mehr Talismane finden, wenn man da hinreist. Aber das ignoriere ich eh komplett, also. Cat, danke für neulich. Ja, du. Ist der Trainee, den wir in der Kiste gefunden haben, okay? Sui. Ja, er ist wieder auf den Beinen und bei der Arbeit. Ich habe gerade drüben im Polizeidepot nach ihm gesehen. Hast du hier rausgefunden, wie er in die Kiste gelandet ist? Ich hatte gehofft, das könnte er mir sagen. Aber er erinnert sich an nichts, was an dem Tag passiert ist. Er ist offensichtlich nicht freiwillig in die Kiste gelandet. Wir müssen dieser Sache auf den Grund gehen. Möglicherweise ist das alles Teil eines viel größeren Verbrechens. Alles klar. Und ich nehme an, deine Ermittlungen sind in der Sackgasse geraten. Ja, verstehe. Jetzt kommt der vorbei. Was? Was machen Sie denn hier? Jess, ich weiß, Sie fühlen sich wie ein Neuling. Für den Neuling verantwortlich. Immerhin war Ihr Training. Aber Ihr Verlangen, den Fall zu lösen, trieb Ihr Urteilsvermögen. Sie haben seit Sitz verschwinden hart gearbeitet, um seine Stelle zu füllen. Aber Sie sind zu nah an der Sache dran, um objektiv zu bleiben. Sie bemühen sich, einen kühlen Kopf zu bewahren. Schon klar, aber wir beide wissen, dass das unmöglich ist. Sie sollten den Fall mir und dieser jungen Dame hier überlassen. Sie haben recht, Boss. Okay, jetzt liegt er in ihren fähigen Händen. Schreibt schon ganz schön ein. Das Polizeidepot. Gute Ermittlungsarbeiten beginnen damit, die Fakten zusammenzutragen. Der erste Schritt ist, noch mehr Informationen von unserem Neuling, den Opfer, zu bekommen. Und vergiss nicht, alle zu befragen, die darin verwickelt sein könnten. Ja, Sir. Sieht aus, als hätte ich mich mal wieder bereitschlagen lassen, der Polizei zu helfen. Obwohl es hier ja doch schön ist, an einem echten Fall zu arbeiten, statt nur zu trainieren. Okay, dann, ich hoffe, es geht schnell. Ich weiß es gerade nicht genau. Sind Sie der Detective, der in dieser Kiste war? Wir überlassen ihn nur ungern, so kurz nach diesem Trauma, aber wir haben ein paar Fragen. Die würde ich Ihnen gern beantworten,
Aber ich erinnere mich an nichts. Was ist das letzte, an den sich überhaupt erinnern kann? Naja, ich weiß noch, dass ich im Vorratsdepot war. Da sollten wir uns vielleicht mal das Depot ansehen. Gehen Sie vor, Neuling. Hier entlang. Ist da ganz schön hell hier. Voll hier. Ja, in diesem Depot bewachen wir alles auf, was wir vielleicht benötigen könnten. Sie arbeiten hier? Ja, ich verwalte das Inventar des Depots. Wissen Sie noch, was Sie an dem fragischen Tag gemacht haben? Nur die üblichen Inventur. Aber ich erinnere mich, dass ich einen Schlag auf den Kopf bekam. Und dann wurde alles schwarz. Die ganze Sache stinkt zum Himmel. Wahrscheinlich hat sich jemand ins Depot geschlichen und sie niedergeschlagen. Die Rebellen werden immer dreister, die könnte es gewesen sein. Sie würden jede Chance nutzen, um der Polizei zu schaden. In Ordnung, machen wir weiter. Ja. Okay, Jess kann ich auch noch befragen, wie es aussieht. Hallo. Ich kapiere nicht, wieso der Neuling in einer Kiste gesteckt wurde. Es wird ein entscheidender Hinweis. Ich habe zugelassen, dass ein meiner Trainees so etwas zustößen konnte. Keine Sorge, ich werde diesen Fall lösen. Und, oder ich will nicht mehr Bulbosa heißen. Ich sage es ja nun gern. Aber der Täter könnte aus Neid auf Chess herausgehandelt haben. Graben wir weiter. Das könnte ja irgendwie jeder sein. Halt, hier drüben so ein paar. Was machen Sie hier? Zu diesem Depot haben nur Polizeimitarbeiter Zutritt. Diese junge Dame gehört zu den Hauptermittlern in dem Kistenfall. Kapitän Bulbosa, Sie untersuchen die Sache mit meinem Bruder? Bruder? Das Opfer war mein älterer Bruder. Wir sind beide bei der Polizei. Ich bin nur hier, um im Depot nach dem Rechten zu sehen. Hey, Sie beide sind im Dezernat berühmt. Sie stammen beide aus einer langen Linie ehrbarer Polizisten. Wenn ich mich recht erinnere, haben Sie die Polizeiakademie vor Ihrem Bruder absolviert. Seitdem arbeiten Sie als Inspektor im Dezernat für interne Ermittlungen. Unter uns, erscheint Ihnen das den Job nicht? Überhaupt nicht. Ich achte strikt darauf, mit meinem Bruder nicht über die Arbeit zu reden. Sie beide sehen sich also außerhalb der Arbeit nicht oft. Oh nein, wir sehen uns ständig. Wir leben beide noch bei unseren Eltern. Kam Ihnen Ihr Bruder denn in letzter Zeit irgendwie verändert vor? Also in der Nacht vor dem Vorfall ist er nicht nach Hause gekommen. Das war das erste Mal, dass er je über Nacht weggeblieben ist, ohne uns Bescheid zu sagen. Da können wir wohl davon ausgehen, dass der Neuling in der Nacht vor seinem Trainingstag verschwunden ist. Wer immer das war, hatte vielleicht die Familie im Visier. In Ordnung, machen wir weiter. Okay. Wir haben noch einen Polizisten. Captain Bulbosa. Ganz ruhig, Junge. Wir haben nur ein paar Fragen zu dem Kistenfall. Junge Dame, dies ist ebenfalls Neuling und arbeitet im Depot. Ist Ihnen irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen? Tja, bei der Inventur der Kisten stimmten die Zahlen nicht. Was? Hört sich doch eine ernste Sache an. Wie sagen Sie das? Der Inspektor vor der Inneren hat mir deswegen die Hölle heiß gemacht. Aber mal ehrlich, Fehler passieren, oder? Kein Grund deshalb, so einen Aufstand zu machen. Ich glaube, der Typ wird wohl nicht so schnell befördert werden. Fehlende Kisten ist sicher ein Hinweis. Wir dürfen Unterschlagungen nicht aus Acht lassen. Der Neuling wurde vielleicht zum Schweigen gezwungen. In Ordnung, machen wir weiter. Ist hier noch einer? Ja, sieht nicht so aus. Ich glaube, wir haben genug Informationen. Laut diesem Inspektor verschwand der Neuling am Tag vor dem Training. Der Neuling gab an, er wäre im Depot von hinten niedergeschlagen worden. Vergessen Sie die fehlende Kiste nicht. Das dürfte genug Anhaltspunkte sein. Okay, kommen wir zum nächsten Schritt der Ermittlung. Ja, was sollen wir jetzt daraus schließen? Ich habe alle Beteiligten versammelt. Zuerst das Opfer, ein Neuling bei der Polizei. Ja, das bin ich. Dann wäre der andere Depotwachmann. Das wäre ich. Und der Inspektor von der Inneren, der Bruder des Opfers. Was habe ich damit zu tun? Ich wollte nur im Depot nach den Rechten sehen. Ah gut, wenn es hilft, bin ich dabei. Leutnant Chess, wir brauchen alle Informationen, die Sie zusammentragen konnten. Klar, Boss. Okay, junge Dame, dann fangen wir mal mit der Befragung an. Wieso ich?
Ich kann sie nicht befragen und gleichzeitig ihre Reaktion beobachten. Wollen Sie sagen, der Täter ist einer dieser drei Opfer? Genau das will ich damit sagen. Du musst herausfinden, welcher. Das war der Bruder, oder? fehlende Kisten? Eine fehlende Kiste? Darüber weiß ich gar nichts. Ist selbst nervös? Ich glaube, Sie wissen, wo sie ist. Nein, wirklich nicht. Ich habe gleich das Richtige getroffen, Wahnsinn. Für jedes Objekt, das das Depot verlässt, ist eine Genehmigung erforderlich. Auf keinen Fall kann ein Neuling einfach so damit hinausspazieren. Hm, wohl nicht. Da fehlt da eine Sprengstoffkiste fürs Training. Und es spart den Neuling, mir eine zu holen. Ich habe mich beim Vorbereiten der Kisten verzählt, meine Schuld. Aber das hieße ja, der andere Neuling war die ganze Zeit über in der Kiste. Sie haben also die Kiste mit dem Neuling darin zur Trainingsanlage geschleppt. Vermutlich, wenn ich so darüber nachdenke, kam es mir auch ziemlich schwer vor. Ich habe sie an der üblichen Stelle geholt und mir darum gar nichts dabei gedacht. Der Neuling war in der Sprengstoffkiste, die für Chess Ausbildungsprogramm bestimmt war. Und es war der Wachmann aus dem Depot, der sie auf das Trainingsgelände brachte. Geh schon zu dem Wachmann, oder? Bekommt ihr einen Verdacht, junge Dame? Kommt ihr an der Trainingskiste nicht verdächtig vor? Trainingskisten? Wir waren dabei, die Kisten mit Sprengstoff für das Training im Depot zu lagern. Ich war dafür zuständig, die Kisten zur Trainingsanlage zu bringen. Und in einer davon war der Neuling. Kam ihm bei dem Transport der Kiste irgendwas seltsam vor? Seltsam, tja, wie sie schon sagten. An den Morgentagen im Depot überall Glasscherben auf dem Boden. Glas? Ist da jemand durch ein Fenster eingebrochen? Unwahrscheinlich Unwahrscheinlich Kriegespatrouillieren in der Gegend um das Depot. Ich habe nirgends Spuren eines Eindringens gesehen. Oh, verstehe. Glasscherben auf dem Boden des Depots. Da kommt da ein Verdacht. Kommt er an den Glas nicht verdächtig vor? Glas. Immer Viereck drücken scheinbar. Fehlende Kisten? Überall Glas auf dem Boden? Sie scheinen ihren Job ja nicht gerade sehr gewissenhaft zu erledigen. Tut mir leid, Sir. Sie können ihn zum Thema Verantwortung belehren, wenn wir diesen Fall abgeschlossen haben. Fragen wir den nochmal, oder? Das ist das Logischste, meiner Meinung nach. Glas? Jetzt muss ich sagen, der Arzt sagte, er hätte Glas auf meiner Kleidung gefunden. Glas auf ihrer Kleidung? Das ist eine Scherbe, die er gefunden hat. Warum hat er die noch? Warum fällt ihr das jetzt ein? Sie ist getönt und leicht gebogen. Die stammt sicher nicht von einer Scheibe. Sieht aus wie ein Stück von einer Molotow-Cocktailflasche. Das Glas auf dem Boden sah so ähnlich aus. Ein Molotow-Cocktail? Kein Zweifel, ich weiß noch, dass ich den Warnaufkleber der Flasche mit aufgekehrt habe. Glas überall auf dem Boden und auf der Kleidung des Neulings. Ich glaube, wir kommen unserer Antwort näher. Könnte auch niedergeschlagen worden sein, oder? Ein Verdacht! Kommt dir an der leeren Molotow-Flasche nicht verdächtig vor? Molly, fragen wir den mal. Eine leere Molotow-Cocktailflasche? Ist mir noch nie untergekommen. Nein, vermutlich nicht. Sie sind ja nicht draußen im Einsatz. Ich glaube, Leutnant Chess ist für gefährliche Materialien zuständig. Ich werde einfach merken, was eine Nachlässigkeit macht. Tun Sie das, ich übernehme die volle Verantwortung. Ach, es war nur eine leere Flasche, die hätte ja nicht mal brennen können oder so. Der Inspektor scheint mit Chess ein Hühnchen zu Hupf zu haben. Ah, oh, da ist noch ein Verdacht. Aber fragen wir den mal über die leere Flasche. Eine leere Molotow-Cocktailflasche? Also wir benutzen tatsächlich Molotow-Cocktails im Training. Aber wir lassen die Flaschen stets in den Kisten auf dem Weg zum Trainingsplatz. Also ist jemand ins Depot gegangen, hat die Flasche entnommen. Aber wissen Sie, was mit dem Inhalt passiert ist? Und die Flasche wurde zerbrochen auf dem Boden gefunden. Als hat jemand den Sprengstoff entfernt und sie dann zerschlagen. Scheint so, aber es ergibt nicht viel Sinn. Nein, nicht, wenn der Täter auf den Sprengstoff aus war.
Warum würde er die Flasche zerbrechen und dann Beweise zurücklassen? Wir brauchen wohl doch noch mehr Informationen. Ich kann überall schuldig drin, kann das sein? Komm, wir drücken einfach bei denen. Er wirkt suspekt. Der Neuling steckt hinter all dem. Ich? Wie das? Er ist das Opfer. Ich glaube, du musst noch mehr Informationen sammeln. Schade. Dann war's. Ja. Der Inspektor steckt hinter all dem. Haben Sie irgendwelche Beweise für Ihre dreiste Behauptung? Oh, tja. Du greifst doch jeden Strohhalm. Ich glaube, du musst noch mehr Informationen sammeln. Ja. Das ist gut möglich. Fragen wir einfach mal über den Tag vor dem Training. Am Tag des Vorfalls ging ich nach der Arbeit direkt nach Hause. Sie haben nirgendwo angehalten? Nein, und meine Eltern können das bezeugen. Damit hätte er wohl ein Alibi. Sie und Ihr Bruder arbeiten am selben Ort, gehen aber nicht gemeinsam nach Hause? Nein, wir arbeiten in verschiedenen Dezernaten und haben unterschiedliche Arbeitszeiten. Und ich kann ihm keine Sonderbehandlung zukommen lassen. Nein, wohl nicht. Er ist erwachsen, darum war er nicht besorgt, als er nicht nach Hause angerufen hat. Besonders da scheinen sich die Brüder nicht zu stehen. Was hat er den Tag davor gemacht? Ich habe am Tag des Vorfalls zusammen mit ihm im Depot gearbeitet. Vor dem nächsten Morgen hatten wir nichts für das Training vorzubereiten. Darum bin ich früh gegangen, um mir vor dem Training noch einen Mittel Schlaf zu holen. Im Wohnheim kann man ihr Alibi sicherlich bestätigen. Sagen Sie, Captain Bowser, sind wir uns nicht neulich begegnet? Am Tag vor dem Trainingseinsatz? Ja, das stimmt. Ich war da, um Papierkram abzugeben. Aber ich hatte etwas zu viel getrunken. Während der Arbeit? Nein, nach der Arbeit. Ich erinnere mich nicht an diese Nacht. Aber ich erinnere mich, dass ich am nächsten Tag schreckliche Magenschmerzen hatte. Genau, weil wir es da gar nicht wissen. Der Wachmann und der Neuling waren also beide für Chess-Trainingsprogramm gemeldet. Bedeutet das, dass der Wachmann den Neuling vor dem Vorfall als letztes gesehen hat? Und wieder ein Verdacht. Kommt dir ein Chess-Training nicht verdächtig vor? Okay, jetzt hast du X. Ich muss wahrscheinlich alle Taster durchmachen. Das Opfer war einer der Trainees. Als er wieder auftauchte und nach anrief, war ich besorgt. Ich geb's zu. Das war bestimmt überrascht, ihn in einer Kiste zu finden. Fragen wir ihn. Das Ausbildungsprogramm von Leutnant Chess? Naja, daran hätte ich teilnehmen sollen. Unter den Umständen ist es sicherlich unmöglich. Tut mir leid, ich dachte, sie hätten nur verschlafen. Was dieser ganzen Vorfall angeht, ich glaube, Leutnant Chess Trainingsprogramm könnte etwas damit zu tun haben. Was wollen Sie damit sagen? Ich habe schon immer meine Zweifel an Ihrem Trainingsprogramm. Und wir haben Meldungen erhalten, dass das Programm auf unfaire Weise extrem intensiv ist. Ein Polizist ist nur so gut wie das Training, das er erhält. Wenn ihm das Training schon zu viel ist, wie soll er dann draußen im Einsatz klarkommen? Was wissen Sie schon davon, wie es im Einsatz zugeht? Ganz ruhig, Chess. Er ist schließlich Inspektor. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Ihr Programm intensiv ist. Aber auf diese Art versucht Chess einfach die Leere zu füllen, die Sid hinterlassen hat. Ich glaube nicht, Sid so viel hinterlassen hat. Fuck, ich bin noch nicht gekommen. Mann, weil er so hart arbeitet, sitze ich den lieben langen Tag nur voll am Schreibtisch. Ging nach Problemen im Polizeirevier. Schon wieder am Verdacht. Kommt der Chess-Intensität nicht verdächtig vor? Dann reden wir mal direkt darum mit ihm, oder? Ich hatte keine Ahnung, dass mein Trainingsprogramm so verhasst ist. Naja, ist jetzt nicht überraschend, oder? Nehmen Sie es nicht so schwer. Sag mal, junge Dame, du hast doch auch bei Chess trainiert, oder? Ja? Ob das alles damit zu tun hat, dass jemand Chess Trainingsprogramm sabotieren will? Oh Mann, Leute, Chess Trainingsprogramm ist ein Albtraum. Er hat mich dauernd schikaniert, immer musste ich Zusatztraining machen. Wir haben das Training im Gas, stimmt's?
Eines Tages wird ihnen all das Training draußen im Einsatz den Hintern retten. Was? Ach, schon gut. Ah, das wird der Stich. Auch das? Naja, was ist los? Gar nichts. Er benimmt sich komisch. Gut gemacht. Ist das alles, was ich mit dem Training habe? Ich spürte, wie mir ein Schwert durch den Kopf schloss, als es geschehen. Schau, tut mir immer noch weh. Oh, was für ein Riesenbeule. Wenn ihn jemand von hinten niedergeschlagen hat, war vermutlich größer als das Opfer. Nicht schon bedenkt, könnte er nicht einen großen Knüppel oder so etwas benutzt haben? Hey, du hast recht. Das hätte ich nicht bedacht. Wenn wir die Waffe fänden, breche das die Ermittlungen voran. Naja, war wohl die Flasche, oder? Ach, wir gehen einfach im Kreis vor. Wer würde ihn angreifen? Er ist ein netter Kerl. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihn jemand hasst. Er ist wirklich so nett. Sieht aus, als hätte er Feinde. Ich war schockiert, als ich von dem Angriff auf meinen Bruder erfuhr. Er kommt aus einer stolzen Polizistenfamilie. Er hätte aufmerksam sein sollen. Sei nicht zu hart zu deinem Bruder. Er hätte schwer verletzt werden können. Geschwisterrivalität kommt mir vor, als hätte ich so etwas schon mal erlebt. Naja, mit Wave wahrscheinlich. Das Opfer hielt einen stumpfen Schlag auf den Kopf und wurde dann in eine Kiste gesteckt. Hat der Täter gewusst, dass das Opfer Polizist war? Sieht aus, als müssten die Beweggründe des Täters ein bisschen genauer belöscht werden. Okay, jetzt habe ich alles. Glaube ich. Der neue Geschick sind all dem. Ich? Wie das? Zieht aber keine feurigen Schüsse. Aber so verdächtig. Ich vertraue da ganz mein Gefühl. Bestimmt hat er sich in die Kiste versteckt, um sich vor Chefs Regen zu drücken. Und sein Kopf, wie ist es sagen, er hat sich selbst wieder geschlagen? Ja, das wäre merkwürdig, stimmt. Ich glaube, du musst meine Informationen sammeln. Fuck. Irgendwas fehlt. Nehmen wir auf der Kacke. Ich nehme an, die werden in die Puppe aufgebaut, oder? Sehen wir noch. Das hat gefehlt. Oh. Das ist eine Flasche. Moment. Was ist denn, Boss? Ich habe diese Flasche schon mal gesehen. Ja, genau. Ich erinnere mich, dass ich dachte, es wäre Schnaps und davon getrunken habe. Was? Ich war auf den Heimweg von der Bar und wollte mir noch ein letztes Schlückchen gönnen. Also so bin ich zum Depot gegangen, um zu sehen, ob ich dort etwas finde. Und sie dachte, die Flasche wäre Trinkalkohol. Junge, habe ich diesen Irrtum bezahlt. Ja, am nächsten Tag speiübel. Was haben sie mit der Flasche gemacht? Voll erschreckt habe ich sie weggeschleudert. Tja, jetzt wissen wir, woher das Glas auf dem Boden stammt. Da war ich wohl der Übeltäter. Ich schätze, ich hätte wirklich ein bisschen zu viel getrunken. Was ist los? Ihr habt es noch nicht rausgefunden, wo der Neuling angegriffen wurde. Oder wieso er überhaupt in der Kiste gesteckt wurde. Ja. Ich glaube, ich stecke in einer Sackgasse. Wir können hier nichts mehr tun. Sie geben doch nicht etwa auf. Wir finden den Täter, glauben Sie mir. Okay. Haben wir schon mal leere Flaschen bei denen gedrückt? Ich glaube, die Glasscherben haben nichts mit dem Fall zu tun. Aber wieso wurde die Flasche überhaupt aus der Kiste genommen? Das ist seltsam. Eine fehlende Kiste, eine Flasche mit Sprengstoff. Das muss zusammenhängen. Für das Glas kann ich Ihnen wohl keinen Vorwurf machen. Jeder macht Fehler so. Danke für das Verständnis. Captain Bowser. Bitte reichen Sie einen Bestandsbericht ein, wenn Sie wieder im Hauptquartier sind. Gut. Oh, also steckt Captain Barbosa hinter den Glasscherben auf dem Boden. Das ist aber unfair, dass alle mir deswegen zusammenfallen.
Das tut mir leid. Ihre Schuld, wenn Sie Flasche auf dem Boden herumliegen lassen. Komischerweise bewahren wir die Flaschen in der Kiste auf. Was haben Sie denn erwartet, was mit einer Flasche auf dem Boden passieren würde? Wahrscheinlich nicht, dass jemand sie aufhebt und daraus trinken würde. Ja, wahrscheinlich nicht. Erstmal noch verdächtig. Okay, jetzt wissen wir, wieso Glasscherben auf dem Boden lagen. Aber wieso war Glas denn an der Kleidung des Neulings? Gute Frage. Ich war nach Dienstschluss dort, als hätte sonst niemand mehr dort sein dürfen. Oh. Was? Nichts. Ich weiß ja so. Wirklich? An der Kleidung des Neulings war Glas, richtig? Ja. Du meinst doch nicht. Am Tag vor der Tat haben sie im Depot nach Alkohol gesucht. Sie fanden einen Molotow-Cocktail, weil sie dachten, es wäre Alkohol. Öffneten sie ihn. Beim ersten Schluck merkten sie, dass sie sich geirrt hatten und warfen die Flasche weg. Die Flasche flog weg und traf den Neuling im Hinterkopf, möglicherweise. Bis zu möglicherweise hattest du mich am Haken. Ich habe tatsächlich eine Flasche geworfen. Also das war nach Feierabend, also niemand mehr im Depot war. Oh. Wer würde ihn angreifen? Achso, das hat man schon. Das ist nicht neu. Ja, vielleicht hat er noch was. Jess, was ist los? Wir wissen jetzt, wie die Glasscherben auf den Boden gelangt sind. Und wir wissen, es war Glas an der Kleidung des Neulings. Wenn der Angriff des Neulings also die Flasche genutzt hat, bedeutet das? Hey, sie wollte doch jetzt wohl nicht mich als verdächtigen, oder? Die Flasche geht auf meine Kappe, aber außer mir war zu dem Zeitpunkt niemand im Depot. Vielleicht wollte der Täter Bebosa das Verbrechen anhängen. Er kann die Kleidung des Neulings mit dem Glas versehen haben. Ist tatsächlich eine Möglichkeit. Hatte ich das schon mal gedrückt mit dem Schlag? Ja, das hat man schon. Wir haben noch leere Flaschen und Chess-Intensität, ja, habe ich. Auch wenn die Rekruten das Trainingsprogramm hassen, es bringt Ergebnisse. Dann geben sie zu, dass Chess-Methode doch nicht verkehrt ist. Jeder will gemocht werden. Es ist nicht leicht, Untergebene gegenüber hart zu sein. Aber manchmal braucht eine Organisation jemanden, der hart sein kann. Sogar unbeliebt. Unbeliebt, hm? Könnt ihr mal Chess eins auswischen wollen? Ja, wenn dann der. Was Neues hab ich nicht. Nee. Ach das, naja, was ist los? Gar nichts. Er ist so komisch. Okay, das hat man schon. Das hat man auch schon. Ah, was fehlt denn? Ich hätte es irgendwie nicht durcheinander machen sollen. Okay, da keine Ahnung, das hatten wir auch schon. Okay, jetzt. Die leere Flasche hat schließlich weiter, oder? Die ist ja jetzt ein bisschen neu. Okay, das hatten wir aber schon. Ich stecke einfach bei jedem mal die leere Flasche an. Ja, das hat man auch schon. Oder muss ich jetzt den Schuldigen benennen? Kann sein, aber das ist irgendwie strange, oder? Aber ich hatte irgendwie schon alles, also. Okay, dann drücke ich die nochmal als Schuldig an. Okay, es passiert was. Das müsste reichen. Schritte, da kommt jemand. Ich muss mich verstecken. Oh, das ist meine Rettung. Ah, was zum Teufel ist das? Was ist das? Der Neue steckt hinter all dem. Tut mir leid. Was? Ich konnte Chess Training keinen Tag länger mehr ertragen. Ich dachte mir, wenn er keinen Sprengstoff hätte, müsste er das Training absagen.
Als habe ich noch Dienstschluss im Depot versteckt und wollte die Sprengstoff entsorgen. Aber stimmt die Bestandsliste nicht. Am Tag vor dem Training, als ich gerade die Sprengstoff wegschüttete, hörte ich jemanden kommen. Da habe ich die Flasche fallen lassen und mich in der Kiste versteckt. Das müssen meine Schritte gewesen sein. Das erklärt auch die ungeöffnete Flasche, die ich gefunden hatte. Sie öffnete die Flasche, nahm einen Schluck und war so entsetzt für den Geschmack, dass ich sie wegwerf. In dem Moment spähte ich gerade aus der Kiste. Also traf die Flasche den Neuling am Kopf. Ich muss in der Kiste unmächtig geworden sein. Und die Flasche muss zerbrochen sein, als sie zu Boden fiel. Wobei ein paar Scherben hochspritzen und auf der Kleidung des Dingens landen. Ich habe die Kiste mit ihm darin zum Trainingsort geschleppt. Das nur, um sich vor den Training zu drücken, also wirklich. Endlich schaffst du es in der Polizeitruppe und dann passiert sowas. Tut mir leid, ich weiß, ich habe missgebaut. Familie. Mir tut es auch leid, mein Trainingsprogramm ist wohl wirklich etwas hart. Das ist eine Untertreibung. Nehmen Sie es nicht so schwer, Sie wollten einfach nur das Beste für Ihre Trainees. Ich kann verstehen, dass Sie das Training umgehen wollten, aber Weglauf ist keine Lösung. Als Sie, Inspektor, sollte ich so streng mit Ihren Leuten sein. Aber Sie wissen, dass Ihr Bruder großes Stück auf Sie hält. Ständig hat er davon geredet, wie stolz er auf Sie ist. Wirklich? Tja, damit ist der Fall abgeschlossen. Lasst uns feiern! Die Drinks gehen auf mich. Und so wurde der Kistenfall endlich gelöst. Und es hat echt lang gedauert. Und da ich nicht trinken konnte, blieb ich zurück und ließ den Fall Revue passieren. Je länger ich darüber nachdachte, konnte ich lesen. Doch er ging los, um den Abschluss des Falls mit Alkohol zu begießen. Tja, das war jetzt doch länger als gedacht. Aber was? Ein Levelausstieg. Und neues Ausstellungsobjekt. Hier das Haus. Was ich irgendwann mal vielleicht mache in dem Part. In dem Display. Gut. Aber wenn ich jetzt die anderen. Da ist auch eine Nebenmission hinzugekommen. Ernsthaft? Die große Illusion. Ja, wenn ich jetzt die anderen drei, das dauert zu lang. Okay, dann beende ich den Part. Mach beim nächsten Mal die anderen drei Nebenmissionen. Und dann die Hauptmission. Dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal.